Bei einer Vielzahl von industriellen Prozessen werden Edelmetalle wie Gold, Silber, Platin oder auch Palladium verwendet. Gleichzeitig fallen dabei auch immer Wässer an, die diese Metalle in geringen Konzentrationen enthalten. Das Problem ist aber oft, dass diese Konzentrationen einfach so gering sind, dass es sich nicht lohnt, diese Edelmetalle zurückzugewinnen, sodass hier wichtige Ressourcen verloren gehen. Wir bezeichnen das Textil gern als goldenes Vlies, weil es eben genauso ist, wie man es in der griechischen Sage kennt, dass man damit eben Edelmetalle direkt an diesem Textil ansammeln kann. Die Idee mit dem mobilen Konzept ist, dass wir zum Kunden fahren mit diesen Anlagen. Sie werden im Werk bei uns gebaut und getestet, sodass wir vor Ort nur noch Plug and Play machen müssen. Wir schließen das Stromkabel an und die Medienleitung und dann geht's los. Man schickt das Wasser oben hinein mit den Edelmetallen und unten kommt das klare Wasser raus und das Metall, in unserem Fall Palladium, wird eben am Textil zurückgehalten. Nach der Adsorption werden diese textilen Beutel aus der Anlage entnommen und anschließend entwässert und dann verbrannt, und aus der Asche kann man dann ganz einfach das Edelmetall zurückgewinnen. Das Spannende ist hierbei, dass man in der Produktentwicklung eigentlich schon die Nutzer mit am Tisch hat und nicht für sich selber Produkte entwickeln, für die dann nachher noch ein Markt gesucht werden muss. Wir haben Arbeitsschutzvorteile, wir haben Umweltschutzvorteile, wir haben auf der anderen Seite eine bessere Möglichkeit, das Palladium unserem Entsorger zur Verfügung zu stellen. Sortenreiner, wir erzielen bessere Preise auch an der Abfallbörse. Diese drei Vorteile haben unsere Geschäftsführung dazu bewogen, teilzunehmen an dem Projekt. In Zukunft wollen wir unser Konzept auch ausweiten auf andere Metalle, insbesondere auf die sogenannten seltenen Erden. In einem laufenden Forschungsvorhaben kümmern wir uns dabei um die Rückgewinnung von Lanthan. Das läuft auch sehr erfolgreich und wir gehen davon aus, dass das eben auch ein Markt für die Zukunft für uns ist.